Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 im ewigen Ringkrieg. Wir sind schon in Runde 40 und haben jetzt eine Schlacht in den Totensümpfen, die ich wohl diesmal verlieren werde, wo ich eine gewonnen habe und im Prinzip wir nehmen uns gerade gar nichts mal wieder. Wir werden sehen, was bei rauskommt und schauen wir mal. So, schlupp, ich gehe mal rein. Genau. So, gemutet bin ich. Einfach mal rein. Da genau. So, die Armee wird natürlich ein bisschen weh sein. Also die zu schlagen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ja, vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, sie soweit ein bisschen zu schnetzeln und zu schmettern, dass wir da irgendwie die Armee ein bisschen runterkriegen. Ich glaube aber nicht dran, weil, wie gesagt, der hat 5 Einheiten. Ich habe gar nichts dastehen. Das wäre irgendwie, eigentlich ungewöhnlich, vorsichtig ausgedrückt. So. Mach ich erstmal so hier, weil das die Fähigkeiten sind, die ich eh als erstes brauche. So. Okay. Ist aber auch nicht der Plan, wie gesagt, hier groß zu gewinnen. Was wird, wird. Was nicht wird, wird halt nicht. Ne? 4-4-7. 4-5-0. Das ist toll. Ich mache mir noch einen Baumeister. Obwohl, nee, lass mal. Lass nochmal. Eigentlich, ja, da kommt er schon. Wäre alles andere wäre dumm gewesen. So, wir gehen mal mit denen hier hinten hin. Dann ziehe ich mich mal ein bisschen zurück. Vielleicht kriege ich es ja so weit hin. Ja, dass das nicht funktioniert, war klar. Oh, mein Baumeister. Hier runter in die Ecke. Naja, okay. So, das hat auch nicht funktioniert. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn. Aha. Der Grabunhold, der wird auch gerade nicht schön, was der hier gerade macht. So, wir haben die Festung verloren. Du denkt hoffentlich, wird nichts. Geh wieder hier unten in die Ecke. Das wird er aber wahrscheinlich sehen. Also, sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn er es nicht sieht. Oh, ja, toll. Lalalala. Sie sind außer Reichweite. Ja. Komm, los. Haut ihr ab. Das ist toll. Dann kann ich mal hier hinten, was weiß ich, mal einen Baum bauen. Einfach mal just for fun. Ich glaube zwar nicht, dass mir irgendwie auch nur annähernd ein Wiederaufbau gelingt. Aber man weiß ja nie. Die Karte ist groß. Insofern, wie gesagt, solange ich ihm vielleicht ein paar von den Dingern wegschnetzeln kann, ist ja alles gewonnen. Weil das sind die Ausgerüsteten. Die Ausgerüsteten sind deutlich stärker als Unausgerüstete. Und wie gesagt, wenn das natürlich richtig macht, wird er hinten Dings bauen. Sobald hier das hier fertig ist, werde ich mir die Weitsicht mal holen. Ich bringe das Baumaterial. Und dann schauen wir da in der Hinsicht weiter. Aber doch, ist es wird Zeit, etwas zu bauen. Wie gesagt, an seiner Stelle würde ich jetzt wahrscheinlich so versuchen, ich guck jetzt mal, er hat ja die Strategie oder er wendet oft die Strategie an, keine Festung. Wäre in dem Fall vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, zu sagen, ja, genau, das. Rück vor! Sie greifen die Siedlungen an! Werkzeuge ja, okay, hat sich erledigt. Der Baumeister ist gefallen. Weiß nicht, ob ich rechtzeitig aufgegeben habe oder ob er ein paar Punkte gekriegt hat. Ja, hätte ja klappen können. war ja eigentlich abzusehen, wie das hier endet. Nichtsdestotrotz, trotzdem eine schöne Schlacht. Hat mir gefallen. Ja, man muss. Man muss auch den Sieg in der Niederlage sehen. Ne? So, okay. wir machen einfach mal weiter. Ich mute mich. Phase beenden. Genau. Ja. Mute dich mal. Ja, der beendet noch die Phase, hoffe ich. Dankeschön. So. Wartet auf Spieler, um Schlachten zu berechnen. Blablabla. Runde 40. Was ich jetzt mal mache, kurz speichern. Aha. Nur mal ganz kurz speichern, sicherheitshalber. Nee, vorhandene Datei überschreiben. Ja. Ja, besser wäre das. Genau, nicht, dass es wieder zu Lex kommt. Wie gesagt, momentan so ist die Zeit, wo es immer anfing. Wir wissen nicht, woran es genau liegt. Letztes Mal lag es wohl an meiner Verbindung. Das Mal davor habe ich aber nichts lesen können. Da lag es vielleicht an Dü. Vielleicht ist es auch Evolve, das da ein bisschen spinnt. Ja, wir werden sehen. So, ich mache mal weiter. So. Ja, genau. Okay. Gemutet bin ich. Das ist toll. Ich habe hier schon wieder so weit fertig. Das ist auch toll. Ich gehe mal hier hin. Hol mir das. Ja, genau. Dann baue ich im Prinzip hier wieder auf, was ich verloren habe. Hier hinten mit dem flitzen wir mal hier unter und gucken mal, dass wir da noch ein bisschen was hinbekommen. Wäre ja nicht schlecht. Und dann werde ich mal versuchen, hier quasi das Gebiet ein bisschen wieder zu clearen, sodass wir da auch ein bisschen was haben. Ansonsten auch hier, der wird, ich laufe mal um
die, ja, die Tatsache, ich laufe mal durch die Gegend und versuche mein bestes Strategie. So, ansonsten werden wir das hier so machen, dass der hier rüber geht. So. Der, und der. Sollen, nee, nicht der und der. Wo ist, ja doch, der und der hier. Der und der sollen getauscht werden. Warum, ist klar. Schlüpf, weil der oben ausgerüstet ist und der andere eben nicht. So. Okay. Soweit, so gut. Klar, der hat noch Stufe 1, der andere, aber das ist egal, glaube ich. Hoffe ich doch mal. Werden wir sehen. Das hier runter. Du kommt ja eh noch nicht ran hier. Insofern kann der sich noch ein bisschen ausstatten. Als nächstes bauen wir hier einfach mal das hin. So. Ich habe ihm eine Festung weggehauen. Er hat mir eine Festung weggehauen. Er wird versuchen, wahrscheinlich hier hinten reinzuhauen. Würde ich an seiner Stelle versuchen. Wird wahrscheinlich auch funktionieren. Wir werden sehen. Genau. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass er mich versucht, hier halt in der Hinsicht zu stören. Da kann er jetzt gerade nichts machen. Insofern ist das okay. Dann kann ich die hier mal wieder runtersetzen. Einige davon. So. Weil das Gebiet hole ich mir safe wieder. Wie gesagt, er rennt hier los und ich renne hier hinterher. Und ich versuche hier dann halt gleichzeitig noch ein bisschen was Wichtiges zu snacken. Zum Beispiel hier die Festung oder sowas in der Art. Gucken wir mal, ob das soweit funktioniert. Wo befindet sich denn deiner? Da hinten in der Ecke. Und freut sich des Lebens. In der Zwischenzeit können wir ja mal hier so machen. So. Okay. Das Teil da unten hole ich mir mit Sicherheit, weil sonst sehe ich, entweder sehe ich seine Einheiten nicht, der hat immer so viele Einheiten und trotzdem sehe ich die nie. Dürfte eigentlich nicht der Fall sein, ne? So, den haben wir gezogen, den haben wir gezogen. Der hier wird wahrscheinlich versuchen, entweder hier im Kreis zu rennen oder hier rein zu rennen. Und Elrond hier hinterher. Es kann natürlich auch sein, dass er versucht, hier mich irgendwie, sagen wir mal, in eine Falle zu locken. Wir werden sehen. Mein Haltier hat auch 5 Leute drin, jawohl, wobei halt nur 2 Lanzenträger sind, aber dafür ein Hüter und ein ausgebildetes Bogenschützenbataillon. Der ist ausgestattet. Den schicke ich mal hier hin. Weil, wegen, ist so. Dann kann ich den Bogenschützen mal austauschen und hier lassen, den unausgestatteten. Vielleicht die bessere Alternative. So, du hier oben, was hast du? Dich haben wir ja ausgetauscht, ist okay. Hier hinten brauchen wir nicht viel machen, weil da kann ich eh nichts tauschen, ne? Alles klar. Dann würde ich mal sagen, Fazi, beenden. Blöd. So. Geht im Prinzip wieder hier im Kreis sozusagen. Ja, das übliche halt. Das übliche Dreierspiel im Kreise, der Kreise und so. Okay? Okay, okay. Hinten rückt er halt wieder auf die Festung vor, aber pff. So. Soweit, so gut. Hier unten haben wir das dann erobert. Holen uns hier eine Festung hin. Was war denn das eigentlich hier vom Gebiet? 15% Angriff für den Regionsbonus und Rohstoffmultiplikator auch nochmal. Das ist toll. Hol es mal so hier. Werde mal die Leute hier so. Werde den hier und den hier tauschen. Slurf. Den hier noch mit runter. Den hier runter. Und dann 3 schönen ausgebildeten Bogenschützen. Mehr geht nicht. War eine Reihe. Naja, jedenfalls, wir haben 2 Reiter, 2 Bogenschützen. Ja, ist okay. Ist okay, da kann ich mit leben. Ich würde mal sagen, wir gehen mal dann hier drauf. Hier auf dieses Gebiet. Holen ihm da ein bisschen was weg. Wenn er jetzt hier versucht, wieder runterzukommen, ist es okay. Ich kann mir dann hier oben das Teil snacken. Hier ist im Gegenzug dafür dann... die beiden kann ich nicht hier rüberschicken, ne? Nein, den kann ich hier rüberschicken. Den hier aber nicht. Der eine ist ausgestattet, der geht dafür, ne? Der geht dafür hier rüber. Okay, ich gehe wieder hier hoch. Kennen wir ja alles schon, das Spielchen. So, bau hier dafür das hier wieder auf. Bau hier dafür einen, ja, Partei, nee, wir machen Bogenschützen, die sind halt schwerer auszustatten. Was haben wir hier? Hier haben wir Black, der ist momentan in Gefahr von hier unten. Da werden wir sehen, ob wir da was machen oder nicht. Hier bauen wir das. Sonst kann ich gerade großartig nichts hinzimmern. Ist jetzt aber auch nicht so wild. So, okay. Wird schon hinhauen, habe ich beschlossen. Lalalala. War mal wieder eine Runde ohne Schlacht. Kommt ja selten vor. Liegt halt auch teilweise daran, dass wir momentan voreinander wegrennen. Wie lange das so geht, wer weiß, wer weiß. Ohne Scheiß, wer weiß. So, ich würde mal sagen, Phase beenden. Warten auf Spieler, um Schlachten zu berechnen. Ja, du ist noch nicht so weit. In dem Fall, Cut.
Ja, gut, das hier oben habe ich fast erwartet, dass er versucht, die, den Erebor anzugreifen. Ich hoffe, dass ich den verteidigen kann. Ich weiß nicht, ob der irgendwie, der wird, wie gesagt, ich verhalte den eigentlich für relativ schwach, weil der halt auch teilweise offen ist. Wir werden sehen, wie wir da durchkommen. Wird schwierig werden, auf jeden Fall. So, nichtsdestotrotz haben wir aber hier die erste Schlacht. Und deswegen gehen wir da auch mal rein und ja, haben ordentlich was zum Tun. So, Schlachttyp Echtzeit ist natürlich klar. Schlüpp, rein da. Innetwise, Erzfeinde Rohans, bla bla bla, la la la. Ja, hier waren wir lange nicht mehr im Dunland. Wurde mal wieder Zeit. Das Schöne ist, wie gesagt, ich mache ihm genauso die Produktion kaputt wie er mir. Wobei ich hier frische Produktion kaputt mache und er hinten das Problem hat, dass er ja, keine frische Produktion hat. Wir gehen mal hier runter oder wir gehen mal mit denen hier so hier. Hier geht auch runter und ihr geht in die 1. In der Zwischenzeit baust du eine nette Festung hin. Es gibt viel zu tun. Und du baust eine noch nettere Festung. So, ans nächste. So. So, okay. Leider kriegen wir den Dingens nicht mehr. Ist aber nicht so wild. So. Das Gebäude werden wir brauchen. So, das holen wir uns jetzt. Elben des Waldlandreichs. Wir gehen mit denen vor und hoffen das Beste. Beziehungsweise, die gehen auch nicht vor, die bleiben hier. Weil der eine da viel zu schnell ist. Das sollten wir vermeiden. Hierher eben. Wir sind auf einige Waage gestoßen. Ja, wir sind auf Waage gestoßen. Das ist toll. Vorwärts. Aha, aha, aha. Ja. So, gucken wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall das hier schon mal. So, den hier hauen wir mal da drauf. Da hat er mir ein bisschen was weggehauen. Ich gehe mal zurück, Alter. Geht mal zurück. Genau, wir gehen hier. Das ist noch den da. So, und hier drauf. Und dann hier drauf. Ne? Ja, genau so. Okay, hier hinten. Hier hin. Einer unserer Feinde ist besiegt. Boah, der Legolas, der hat ja gar nichts ausgehalten irgendwie. Ach, das war Legolas? Ja, das war Legolas. Du kannst doch gar keinen Legolas am Anfang haben. Du hast ja noch keine Festung gehabt. Es wird der andere sein, die Tanduril. Nee, das war Legolas. Legolas hast du ja nicht als Armeeeinheit. Natürlich habe ich den als Armee, Mann. Nein, den kannst du nicht als Armeeeinheit haben. Oder hast du den natürlich da gebaut? Natürlich kann man den als Armee. Du hast auch du hast den hier doch auch die ganze Zeit. Ach so, als Armee, nee, du hast den da, alles klar. Ja, okay. Du hast den da gebaut und ja, das hat ihn verhaut. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Naja. Ja, genau. Naja. So. Okay. Der hält halt auch nicht. Gut, dann holen wir uns hier oben mal die Festung, ne? Und go. Möglich. Da ist ja auch ein Legolas, der nicht viel aushält. Aber, ja, so ja, wie gesagt, ich werde es dir natürlich so schwer wie möglich machen. Ja, das warte ich. So, ich mute mich. Ja, auf jeden Fall, es wird auch schwer werden. Es wird verdammt schwer werden jetzt gegen Dü. Der wird wahrscheinlich den ersten Angriff wagen und versuchen. Und wird sich freuen, dass hier hinten einfach überall rein kann. Das ist eine verdammt fiese Festung hier. Genau wie Bruchtal im Prinzip kaum zu verteidigen. Ich habe den Angriff schon viel eher erwartet. Eigentlich, wie gesagt, die Einheiten, die oben stehen, die waren eigentlich nur dafür da, dass da halt nichts passiert. Dass er da eben nichts baut. So, und ja, ist halt so, wie es ist. Hier geht in die 2. Geht mal hier raus. Während du kommst, werde ich nämlich versuchen, hier unten mit denen zu verteidigen. Der 1. Okay. So. Ihr macht mal den hier. Und dann so. Irgendwas ist da verkehrt. Rücksetzen, so, besser. Okay. Lanzenträger. So, wir gehen mit den Lanzenträgern vor, bleiben mit denen hier quasi hinten und werden da auch gleich Nachschub bauen. So, Kaserne ist fertig. Gleich Nachschub bauen, genau. Ja, so. Den Aufbau machen wir dann einfach mal in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na gut, dann eben bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.